Und damit mal wieder einmal herzlich willkommen zu einem neuen Teil von Slenderman Shadows. Diesmal der vor 5 Minuten erschienene Teil 7th Street. Und ja, ich habe die ganze Zeit drauf gewartet, damit ich es gleich spielen kann. Hab's mir gerade frisch gedownloadet und ja, wir werden mal gucken, was wir hier so reißen können. Also mir ist gleich aufgefallen, man kann auf jeden Fall schneller rennen als sonst, wie man hier sieht. Leider kann man dafür nicht allzu lange rennen. Und hier haben wir schon die erste Seite. Ich habe keinen Plan, was hier passieren wird in diesem Teil. Wie gesagt, vor 5 Minuten erschien das Spiel. Und habe ich mir gleich unter den Nagel gerissen. Ja, 7th Street spielt natürlich in einer Großstadt, was für mich sehr, sehr interessant ist. Weil das ja eigentlich nicht so die Grusel, ja, den Grusel rüberbringt. Aber man muss schon sagen, ja. Es kommt schon ganz schön was zustande bei den Teilen. Und es wird auch nicht der letzte Teil sein, was die Entwickler hier rausbringen werden. Wie ihr schon am Anfang gelesen habt, ist es von Seven White Boy gesponsert worden. Ist ja auch ein sehr bekannter YouTuber. Und ja, was ich sagen wollte, es wird nicht der letzte Teil von Slenderman sein. Denn. Warte, jetzt muss ich mich kurz konzentrieren. So. Denn es kommen nämlich noch weitere Teile, wie zum Beispiel Prison. Slenderman Prison. Dieser Teil kommt nämlich im kommenden Oktober. Wann genau ist noch nicht bekannt gegeben geworden. Danach kommt Slenderman Shadows SDK. Das ist ein Community-Projekt, was ja, die Community eine Map wird gestalten. Ja, geiles Deutsch auf jeden Fall. Ja, danach kommt Karneval. Das kommt wohl irgendwann später denn. Und als letztes kommt dann das Christmas Special, was logischerweise irgendwann im Dezember oder so kommen wird. Und ja, die Entwickler haben sich auch noch ein Secret Project überlegt. Ja, dafür muss man aber allerdings Geld bezahlen. Also die Entwickler nehmen auf ihrer Seite Geld. Sie müssen 1000 Dollar kriegen. Ich glaube, jetzt sind sie gerade bei 600 noch was Dollar. Also ja, sie haben noch ein bisschen Zeit. Und ja, ich hoffe mal, dass da ein bisschen was an Geld zusammenkommt, damit wir auch noch einen weiteren Teil hier von Slenderman spielen können. Und ich quatsche hier die ganze Zeit und weiß eigentlich gar nicht, wo hier die ganzen Zettel sind. Ich sehe auch gar nicht durch. Kann man da weiter? Kann man da weiter? Ich weiß es nicht. Ja, man kann weiter. Ja, also ich denke mal, ich bin einer der Ersten, der diesen Teil spielen wird, weil, wie gesagt, ich habe die ganze Zeit drauf gewartet und hier sehe ich gleich zwei Zettels auf einmal. Ich hoffe mal, jetzt steht er nicht hinter mir. Gleich. Oh mein Gott. Ja, Moinsens. Ich will hier gerne vorbei. Oh mein Gott. Lass mich bitte vorbei. Lass mich vorbei. Lass mich. Scheiße. Na gut, das war auch schon wieder der Slenderman-Teil. Diesmal eine sehr schnelle Runde. Da hinten hätte ich noch einen Zettel gehabt. Und ja, insgesamt wären wir dann auf 6 gekommen wahrscheinlich oder noch mehr. Falls es euch wie immer gefallen hat, könnt ihr auch einen Daumen da lassen. Hoch oder runter, ist mir egal. Und ja, falls ihr das Spiel spielen wollt, Download-Link ist in der Beschreibung. Und ja, wie gesagt, ich wünsche euch sehr viel Spaß beim Spielen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.